Guten Abend, liebe Kollegen und Kolleginnen, zu diesem Webinar zum Thema vielseitige Anwendungsmöglichkeiten und die Weiterentwicklung der Mikropuls-TLT bei Glaukom. Zunächst meine Financial Disclosures. Einige davon sind relevant für diesen Themenblock heute Abend. Und es ist mir eine Freude, heute Abend dieses Webinar zusammen mit zwei erfahrenen Kollegen halten zu können. Dr. Thomas Grippo ist Direktor des Grippo Glaucoma and Cataract Centers in Buenos Aires, Argentinien. Vor seiner Rückkehr in sein Heimatland war Dr. Grippo von Glaucom stellvertretender Direktor für klinische Forschung und translationale Forschung am Yale Eye Center. Dr. Grippo war ein jahrzehntelang Assistentprofessor, Adjunct für Ophthalmologie und Visual Science an der Yale University School of Medicine. Dr. Grippo ist Kliniker und Chirurg und Wissenschaftler, dessen klinische Interessen alle Aspekte der Glaukomdiagnose und Behandlung sowie die chirurgische Behandlung von Katarakten umfasst. Er war maßgeblich an der Einführung des MIGS Armamentariums und des Mikropuls-TLT in Südamerika beteiligt und leistete Pionierarbeit beim Einsatz vieler dieser Techniken in der Region. Dr. Grippo ist Autor und Co-Autor von mehr als 45 Publikationen, hat national und international Vorträge gehalten und wurde zum Beispiel mit dem American Glaucoma Society MAPS Award ausgezeichnet. Zweitens ist es mir eine Freude, Dr. Gyrol Göckel zu begrüßen. Er wird mit uns zusammen dieses Webinar halten. Dr. Göckel hat im September 92 am St. Johannes Hospital in Dortmund, Deutschland, in der Abteilung für Augenheilkunde unter dem Chefarzt Professor Kohlhaas als Assistenzarzt mit seiner Facharztausbildung begonnen. Im November 2017 hat er erfolgreich nach 5 Jahren Weiterbildung die Facharztprüfung an der Ärztekammer Westfalen-Lippe bestanden. Die medizinische Fakultät der Universität Duisburg-Essen verlieh ihm im Oktober 2019 den akademischen Grad Doktor der Medizin für die Arbeit Langzeitergebnisse nach kornealem Crosslinking mit Cum Laude. Er ist gegenwärtig immer noch in dieser Abteilung unter Professor Kohlhaas als Oberarzt tätig. Ich selbst war Leiter der Glaukomabteilung am Universitätsspital Zürich und werde ab Januar an der Augusta University in der Glaukomabteilung in Augusta, Georgia in den USA beginnen. Ich selbst habe seit langem die Mikropulsbehandlung durchgeführt, als erster außerhalb der USA und freue mich, wie gesagt, mit allen dreien zusammen heute Abend dieses Webinar zu halten. Wir werden drei Vorträge hören. Zunächst Einführung und Mikropuls-TLT, Übersicht. Dann von Dr. Grippo, Dosierung und Rationale für die Mikropuls-TLT. Und anschließend von Dr. Göckel, die persönlichen Erfahrungen von ihm mit der Weiterentwicklung der Mikropuls-TLT. Ich werde dann eine kurze Zusammenfassung geben, bevor wir alle für Fragen und Antworten von Ihnen zur Verfügung stehen. Und zunächst eine kurze Übersicht über die Mikropuls-Technik. 2015 hat die Firma Iridex den Cyclo G6 Laser, das Lasersystem, auf den Markt gebracht, was verschiedene Möglichkeiten bietet. Der Laser kann traditionell für die transsklerale Continuous Wave Zyklophotokoagulation angewandt werden. Er kann aber auch für die Mikropulstechnik benutzt werden. Die Mikropulstechnik ist eigentlich für uns Glaukomologen etwas später gekommen als für die Retinologen, und in der Technik wird die kontinuierliche Laserapplikation, die Laserenergie in einzelne Teile aufgeteilt, also nicht in eine Gesamtlaserenergie, sondern wir haben kleinere gechoppte Laserimpulse, sodass die Wärmeentwicklung im Gewebe viel besser kontrolliert wird. Und was bedeutet das? In der unteren Grafik sehen Sie auf der rechten Seite die Wärmeentwicklung in Rot bei einem eingeschalteten Laser. Der eingeschaltete Laser, die Energie, ist der graue Balken dort drüber. Und Sie sehen mit der Zeit, dass die Wärmeentwicklung sich immer mehr anhäuft, bis sie nach Abschalten des Lasers langsam wieder abkühlt. Während bei der Mikropulstechnik auf der linken Seite, auch hier wieder in Rot, die Wärmeentwicklung, die einzeln aufgeteilten Laser-Mikroimpulse dazu führen, dass sich etwas Wärme im Gewebe entwickelt, aber es nicht so akkumuliert, da dazwischen immer genügend Zeit bleibt, damit sich das Gewebe wieder abkühlen kann. Wir haben selbst eine kleine Studie bei uns durchgeführt und haben unsere Patienten nach der Continuous Wave transskleralen G-Probe-Photokoagulation nach Schmerz befragt während der Behandlung, aber auch die Patienten nach der Mikropuls-TLT-Behandlung. Die Ergebnisse waren eigentlich recht eindrücklich. 75 bis 100% der Patienten haben gesagt, bei der G-Probe, bei der Continuous Wave-Behandlung, ja, sie haben Schmerz erfahren, obwohl eine Analgesation während der Behandlung erfolgte.
während dies nur bei 0 bis 10% in der Mikropelzgruppe erfolgte. Das heißt, so als kleinen Satz, den Sie mit nach Hause nehmen können, weniger Hitzeentwicklung im Gewebe bedeutet weniger Inflammation nachher im Gewebe und vor allem aus Patientensicht weniger Schmerz. Und was ist der große Unterschied zwischen Mikropuls und G-Probe? Neben der Technik dieser aufgeteilten Laserenergie in Mikropulse ist aber auch die Anwendung auf dem Bulbus selbst mit der Sonde unterschiedlich. Während Sie auf der rechten Seite sehen, dass bei der G-Probe-Behandlung der Laser an einzelnen fixen Punkten appliziert wird, so haben wir bei der Mikropulssonde eine am Limbus entlanggehende Wischbewegung in sogenannten Sweeps. Und auch hier wird zunächst in der oberen und danach in der unteren Hemisphäre behandelt, um die 3 und 9 Uhr Position, wie das auch bei der G-Probe-Behandlung sein sollte, auszusparen, um keinen Schaden an den langen Ziliarnerven zu induzieren. Das heißt, mit dem Mikropuls P3 Probe mit der Sonde setzen Sie am Limbus an und haben dann eine langsame hin- und herwischende Swipe-Bewegung in der jeweiligen Hemisphäre mehrmals hin und her. Nun, die Vielseitigkeit der Technik der Laserkonsole habe ich kurz schon angesprochen. Sie haben einmal die Möglichkeit, die Continuous Wave transklerale Zyklophotokoagulation durchzuführen mit der Standard G-Probe-Sonde, die Sie schon kennen. Sie können aber auch eine G-Probe-Sonde mit einem Lichtleiter, mit einer Illuminationssonde, die G-Probe Illuminate, an dem gleichen Lasersystem anschließen. Oder aber Sie können die Micropulse TLT Mikropuls P3-Sonde an den Laser anschließen. Nun, ich habe hier gewisse Farben mit Absicht gewählt. Die G-Probe-Behandlung ist ein zyklodestruktives Verfahren, während, wenn sie richtig durchgeführt wird, die Mikropuls P3-Sonde eigentlich nicht zyklodestruktiv sein sollte. Natürlich kann man die Technik falsch anwenden, aber in der richtigen Anwendung, deswegen grün gezeigt, ist sie nicht zyklodestruktiv, ist also nicht das gleiche oder abgeänderte zyklodestruktive Koagulationsverfahren, auch wenn es den gleichen Laser anwendet, sondern ein völlig anderes technisches Verfahren. Auch in der Anwendung ergeben sich dadurch gewisse Unterschiede, die alle mit dem gleichen Lasersystem erfolgt werden können. Die Continuous Wave transklerale Zyklophotokoagulation mit der G-Probe-Sonde wird gewöhnlich immer noch als Behandlung der Ultima Ratio in refraktiven, weit fortgeschrittenen Glaukomen angewendet. Dies vor allem wegen gefürchteten Komplikationen, die da wären, vor allem die Hypotonie, das zystoide Makulaödem und zum Teil auch begründetes cystoide Makulaödem, der Visusverlust. Die Mikropuls-TLT kann angewandt werden in allen Offen- und Engwinkelglaukomen, aber auch kann sie angewandt werden in sekundären Glaukomen, hier namentlich Neovaskulationsglaukomen nach Post- oder Postkeratoplastie, nach traumatischen Glaukomen, Postvitrektomie, bei kongenitalen Glaukomen, bei PEX-Glaukomen, bei Pigmentdispersionsglaukomen, Afakie-Glaukomen, bei Pseudophakie, ICE-Syndrom und Steroidglaukomen. Allerdings kann die Wirksamkeit bei diesen sekundären Glaukomen von der Offen- und Engwinkelglaukombehandlung variieren. Weiterhin kann die Mikropuls-TLT in allen Stadien des Glaukoms angewandt werden. Und hier möchte ich erwähnen, dass es 2 Publikationen gibt, die gezeigt haben, dass die Behandlung auch bei einem guten Visus erfolgen kann, ohne dass mit dramatischen Visusverlusten zu rechnen ist. Die Lasereinstellung werde ich nicht kommentieren. Dies wird im nächsten Vortrag von Dr. Grippo besprochen werden. Nun, in welchem Algorithmus-Schema lässt sich die zyklodestruktive Behandlung durchführen? Das kennen wir, wie gesagt, wie eben erwähnt, als End-Stage-Behandlung, also als Ultima Ratio, ganz rechts in der Behandlung. Die Trabekelektomie ist in der Regel davor. Und ganz am Beginn des Behandlungsspektrums liegen Augentropfen und entweder gleichzeitig oder danach die ALT, SLT oder die Mikropuls-Lasertrabekuloplastie. Die Mikropuls-TLT hingegen liegt ein bisschen dazwischen, nach Tropfen und Laser, aber noch in der Regel vor Trabekelektomie. Aber es ergeben sich auch Behandlungsoptionen nach Trabekelektomie oder zum Beispiel auch nach einer Tube-Implantation, um den Augendruck weiter zu senken oder bei Unverträglichkeit zum Beispiel Medikamente einzusparen. Und wenn Sie sich die weiterentwickelte Mikropuls P3-Sonde angucken, dann sehen Sie oben so 2 kleine Hasenöhrchen. Die werden in Richtung Limbus ausgerichtet. Es gibt eine geringgradige Krümmung dieser Fußplatte. Und das kleinere Ende, was auf der anderen Seite der Hasenohren liegt, sollte Richtung Lid ausgerichtet werden. Die Sonde selbst hat einen relativ längeren Stamm, als man das von anderen Sonden kennt, der sehr schmal ist. Und dieser lange Stamm ermöglicht es eigentlich, dass die Behandlung auch ohne Lidsperrer nötig ist. Wenn die Hasenohren Richtung Limbus ausgerichtet sind,
soll man darauf achten, dass die Sonde gut in einem Flüssigkeitsfilm eingetaucht ist, dazu werde ich nachher noch etwas sagen, und ständig Kontakt zum Limbus hat. Auch ein gewisser Druck auf den Bulbus muss ausgeübt werden, ähnlich als wenn Sie mit einem Stift Ihre Unterschrift schreiben, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Achten Sie darauf, dass die Sweep-Geschwindigkeit gleichmäßig ist. Empfohlen werden 20 Sekunden pro Sweep. Und auch wenn die Einstellungen nachher noch erwähnt werden, diese sind in der Regel 2500 Milliwatt, 80 Sekunden pro Hemisphäre bei einem Arbeits-Duty-Cycle von 31,3%. Das bedeutet, dass bei der Mikropulstechnik der Laser über die Zeit, in der er angewandt wird, mit den einzelnen aufgeteilten Laserenergiepulsen eigentlich nur 31,3% der Gesamtapplikationszeit eingeschaltet ist und mehr als zwei Drittel der Zeit dazwischen, das ist die Zeit, um das Gewebe sich wieder abkühlen zu lassen. Hier haben wir ein Beispiel, wie das praktisch aussieht in einer Animation. Wie gesagt, die Hasenohren werden direkt am Limbus aufgesetzt und die untere Hemisphäre, die hier behandelt wird, in dieser werden dann durch langsame Sweep-Bewegungen, wie gesagt, 20 Sekunden pro Wischbewegung von links nach rechts behandelt. Dann am Umkehrpunkt nach 20 Sekunden wird in der gleichen Hemisphäre wieder zurückbehandelt. Und wenn 80 Sekunden die Gesamtbehandlungszeit dieser Hemisphäre ist, ergeben sich daraus 4 Wischbewegungen vorwärts, rückwärts, nochmal nach vorne und wieder zurück, ehe dann die obere Hemisphäre mit ebenfalls 4 Bewegungen behandelt wird. Und ich habe Ihnen gesagt, dass ein Interface flüssiges ein Gleitfilm erfolgen sollte. Hier sehen Sie einmal, was passiert, wenn die Sonde nicht in Flüssigkeit ist. Die Laserenergie ist recht aufgebracht auf eine große Fläche und ist erst konzentriert, wenn sie in einem gleichmäßigen Flüssigkeitsmedium ist. Deswegen empfiehlt sich Methylcellulose zum Beispiel für diese Ankupplung zum Auge zu verwenden, damit beim Austritt aus der Lasersonde der Flüssigkeitskanal gefüllt ist mit dem Methocel und die Laserenergie gebündelt auf den Einwirkort kommt und nicht vorher zerstreut. Nun, meine eigenen Zusammenfassung, meine eigene Erfahrung mit der neuen Sonde ist, dass der dünne Stamm es ermöglicht, einen sehr, sehr guten Zugang zum Auge auch ohne Lidspiral zu erhalten. Dies vor allem bei Augen mit sehr enger Lidspalte, wo man, wenn man einen Lidsperrer einsetzt, so schon Probleme hat und vor allem dadurch nicht einen besseren Zugang bekommt und nicht eine bessere Visualisierung. Insgesamt ergibt sich für mich dadurch eine sehr, sehr gute Visualisierung des Behandlungsgebietes und die Rechtwinkligkeit der Sonde auf der Sklera ist einfacher zu erzielen als mit der ersten Generation der Vorgängersonde. Meine persönliche Meinung ist, dass die Ergebnisse der guten Visualisierung, der Position der Sonde am Limbus und die Rechtwinklichkeit auf der Oberfläche dadurch resultieren und eine geringere Variabilität in der Behandlungslokalisation erfolgt. Daraus erwarte ich eigentlich prinzipiell wesentlich stabilere Behandlungsergebnisse als mit der hohen Variabilität der ersten Generation der Sonde, wo es viel, viel schwieriger war, zum einen zu visualisieren, aber zum anderen auch rechtwinklig auf der Oberfläche zu bleiben und direkt am Limbus bei der Wischbewegung zu bleiben. Die Komplikationsrate, das haben bisher Ergebnisse schon gezeigt, bleibt tief im Vergleich von der zweiten zur ersten Generation der Sonde. Meine persönlichen Tipps, vor allem zur Anästhesie, möchte ich Ihnen noch mitgeben. Prinzipiell ist die Behandlung mit der Mikropuls TLT sowohl in subkonjunktivaler oder Subtenon-Anästhesie möglich. Auch ein Peri- oder retrovera Block ist möglich. Oder aber auch eine Analgosedation, also eine Kombination aus Schmerzausschaltung und einem Kurzschlaf. Dieses kann erfolgen zum Beispiel mit Propofol und Fentanyl oder Tiopental und Fentanyl. Eine weitere Anästhesieform, die ich sehr, sehr häufig benutze, heute eigentlich fast ausschließlich und ich als Topic Plus bezeichne, ist etwas, was wir von der Kataraktoperation kennen, was aber für die Mikropuls-TLT-Behandlung eher ungewöhnlich war. Mein persönliches Protokoll ist, dass ich das Auge zunächst mit einem Lidsperrer, mit einem Gel betäube. Zum Einsetzen des Lidsperrers gebe ich vorweg Tetracain-Augentropfen, damit das Einsetzen des Lidsperrers nicht so unangenehm ist. Dann wird der Lidsperrer eingesetzt und das Xylokain-2%ige Gel ohne Alkohol, das ist sehr wichtig, damit es nicht zu einem Epithelschaden kommt, mehrmals auf der Augenoberfläche appliziert wird, dieses über mindestens 5 Minuten. Der Lidsperrer ist dazu da, dass man die Lider etwas anheben kann, damit das Gel weiter in den konjunktivalen Umschlagsack hineinfließen kann. Nach diesen 5 Minuten
kann der Lidsperrer für die eigentliche Mikropuls-TLT-Behandlung entfernt werden. Dies ist leichter für mich für die Swipe-Bewegung, damit man nicht an den Lidsperrern, sei es ein Wire-Lidsperrer, sein Drahtlidsperrer oder ein Plättchen-Lidsperrer, hängen bleibt. Das Xylokain-Gel verbleibt auf der Augenoberfläche und dient gleichzeitig dann als Ankupplungsgel, als flüssige Phase, damit der Laser fokussiert bleibt. Generell empfiehlt es sich zu überlegen, zur Vasokonstriktion vorweg ein Tröpfchen Phenylephrin oder Brimonidin zu geben, bevor die Anästhesie erfolgt, um das Risiko von Blutungen beim Berühren der Konjunktiva, vor allem bei älteren Patienten mit fragiler Konjunktiva, zu vermeiden. Wie gesagt, ich selbst habe eigentlich vollständig auf diese Topic-Plus-Anästhesie gewechselt. Meine eigene Erfahrung ist, dass damit Patienten nur minimalen Schmerz während der Behandlung erfahren. Wir haben eine Studie auch hierzu durchgeführt. Die Ergebnisse werden demnächst veröffentlicht werden, die gezeigt haben, dass der Schmerz minimal ansteigt, unmittelbar während und nach der Behandlung, bis zu maximal einer Stunde nach der Behandlung, danach auf das vorherige Niveau wieder zurückkommt. Und eigentlich kein Patient einen so großen Schmerz hatte, dass zusätzliche Schmerzmedikation, also oral oder IV, nötig gewesen wäre oder die Behandlung abgebrochen werden musste. Und als Chirurg kann ich Ihnen sagen, dass die Behandlung weiterhin so komfortabel für mich durchführbar, da Patienten anscheinend so wenig Schmerz hatten, dass sie nicht mit der Augenbewegung unruhig wurden. Dadurch ergibt sich für mich die Möglichkeit, die Mikropuls-TLT-Behandlung mit oder ohne Standby-Anästhesie-Beteiligung, also mit oder ohne MAC, durchzuführen und so auch weiterhin einem OP oder einem kleinen Eingriffsraum, aber auch wenn man sie ohne Standby-Anästhesie durchführt, sogar im Behandlungszimmer möglich macht. Vielen Dank von mir für Ihre Aufmerksamkeit. Ich gebe das Wort weiter an Dr. Grippo. So, ich werde über Konzepte, die wir über die Jahre gelernt haben, über Mikropuls-TLT. Aus Offenlegung, ich bin ein Berater der Iridex Corporation. Im August auf 2016 haben wir das erste Mikropuls TLT, das jemals in Südamerika durchgeführt wurde, gemacht. Und seitdem haben wir eine Forschungslinie entwickelt, die ich hier zeigen werde. Was ist die Zielsetzung dieses Gesprächs? Wichtige Konzepte zu Mikropuls TLT zu überprüfen und hervorzugeben, die Auswirkungen auf die Sicherheit und Wirksamkeit von Mikropuls TLT haben. Diese Konzepte basieren auf wissenschaftlichen Erkenntnissen und Expertenkonsens. Zwischen September und Oktober dieses Jahres wurde ein Konsensus zu Mikropuls TLT mit 10 Experten aus den USA, Argentinien und Europa durchgeführt. Einige der wichtigsten Schlussfolgerungen dieses Konsensus werden in dieser Präsentation besprochen. So, das erste Konzept, das ich sagen wollte, war, dass die Menge der angewendeten Laserenergie bestimmt, ob der Effekt erzielt wird und ob dieser Effekt reversible oder irreversible ist. Während eine niedrige Gesamtenergie zu einem Mangel an Wirksamkeit und oder Nachhaltigkeit der IOD senkenden Wirkung führt, ist eine erhöhte gesamte Energie mit einer dauerhafteren Wirkung verbunden. Und ein paar Jahre haben wir dieses Research gemacht, wo wir dieselbe Parameters in verschiedenen Patienten benutzt haben. Die einzige Parameter, das wir verschieden gemacht haben, war, wie viel Zeit wir die Mikropuls TLT benutzen. In einer Gruppe haben wir 100 Sekunden benutzt, in einer anderen Gruppe haben wir 160 Sekunden benutzt. Und in eine dritte Gruppe haben wir 180 Sekunden benutzt. Die anderen Parameter waren dieselbe. Und wir haben diese Patienten followed for 6 Monate oder 8 Monate. Und was wir gesehen haben, ist, dass die Gruppe, wo wir nur 100 Sekunden benutzt hatten, das Effekt von Mikropuls ist
es hatte weggegangen. There was a loss of effect. And für die Gruppe, wo wir mehr Zeit benutzt haben, könnten wir ein besseres Effekt that lasted für at least 8 months. Es gab keine Komplikationen. Dann haben wir eine Review gemacht, wo wir vorgeschlagen haben, dass ein Totalenergiebereich von 112 Joules bis etwa 150 Joules ein gutes Gleichgewicht zwischen IOD senkender Wirkung und Sicherheit bieten würde. So, wenn man nicht zu viel Energie benutzt, bekommt man keinen Effekt. Wenn man zu viel Energie benutzt, kann man viele Komplikationen haben. Deswegen gibt es einen Punkt in der Mitte, wo man gute Results haben können, mit keine Komplikationen. Und das beste Ausdruck dieses Wissens mit der ursprünglichen Probe wurde von Marchand und Kollegen durchgeführt. Die haben eine Prospective Studie gemacht mit 52 meist kaukasischen Augen mit Glaukom durchgeführt haben, wobei die Behandlungszeit unter Beibehaltung der verbleibenden Behandlungsparameter unterschiedlich war. 2000 Millivolts of Energie und ein Arbeitszyklus von 31 in 10 Sekunden Sweeps wurden für alle Augen standardisiert. In einer Gruppe hat man 320 Sekunden benutzt und in die andere Gruppe hat man 240 Sekunden benutzt. Und nach 18 Monaten, was Sie gesehen haben, ist, dass in die erste Gruppe eine 40% Reduktion in IOD war und in die andere Gruppe 30%. Und diese Energielevel, die gesamte Energie, das benutzt war, geht einig mit unserer Hypothese, dass wir publiziert hatten in the past. So das nächste Konzept ist, dass Fluence ist ein Parameter der Leistung, Schwieb, Geschwindigkeit und Arbeitszyklus berücksichtigt und eine bessere Korrelation mit der Effizienz im Vergleich zur Gesamtenergie zeigt. Und Mark hat über das gesprochen. Fluence und Gesamthandlungszeit, Anzahl der Sweeps times Dauer der Sweeps sind beiden zu berücksichtigenden Komponenten bei der Durchführung von MicroPulse TLT, dass sie alle für die Therapie relevanten Behandlungsvariablen berücksichtigen. So, wir haben dieses Studium, dieses Research auch publiziert, wo wir haben gesehen, dass in der Literatur ganz wenige Autors they didn't describe like sweep velocity. So they would not describe how fast they would actually do the sweeps. And we realized that was a very important parameter. So wenn wir die Gruppen, wir haben ganz verschiedene Gruppen of patients who actually got treatment analyzed. And we looked into the IOP reduction in those patients when comparing total energy. And total energy doesn't really include sweep velocity into the equation. And when wir auf diese Graph hier sehen, wenn wir sehen, dass es gibt keine erkennbare lineare Beziehung oder Trend, wenn man Gesamtenergie und IOP Reduction compare. Aber wenn man Fluence und IOP Reduction compare, können wir sehen, dass es gibt ein positives Trend. Deswegen ist es wichtig,
Sweep Velocity ist eine ganz wichtige Parameter. And das, you know, es hat zu, this has actually, you know, zu tun, dass wenn man ganz, ganz langsam die Sonde bewegt, gibt es eine more intense energy at the target tissues. Wenn man zu schnell geht, gibt es nicht genug Zeit, um ein gutes Effekt zu haben. And and das wissen wir nicht in the past, right? So in Bezug auf der Energieabgabe der ursprünglichen Micropulse P3-Sonde im Vergleich zu überarbeiteten Micropulse P3-Sonde stellen die Konsensusmitglieder Folgendes fest. Und Mark hast das auch gesagt, aber wir verbrauchen mit der überarbeiteten Micropulse P3-Sonde mehr Energie, so höhere Leistung und langsamere Sweep-Geschwindigkeit. Die überarbeitete Micropulse P3-Sonde ermöglicht eine konsistente Behandlung, wie Mark gesagt hat, und die überarbeitete Micropulse P3-Sonde reduziert die Nebenwirkungen einer Frontsalbehandlung. So wir sehen weniger Side Effects in the anterior segment with the new probe. And Mark has this schon erklärt. So, empfohlene Einstellungen mit überarbeiteten Micropulse P3-Sonde. This is consensus-based. Der Consensus, dieses Panel, and we did this consensus, you know, this year, and some of the conclusions were as follows. Dass die Standard-Micropulse-TLT-Einstellung unter Verwendung der überarbeiteten Micropulse P3-Sonde 2,5 Watts ist, 31 Arbeitszyklus, und 4 Sweeps von jeweils 20 Sekunden pro Hemisphäre. Das wäre 4 Sweeps von jeweils 10 Sekunden pro Quadrant betragen sollten. So, das ist, was wir jetzt heutzutage benutzen. Diese Parameter können in den meisten Fällen verwendet werden, es sei denn, es besteht ein zwingender Grund, die Energieabgabe nach oben oder unten aufzupassen. Es gibt nicht genügend Beweise oder Erfahrung, um definitive Mindest- und Höchsteinstellungen bereitzustehen, da die Patientenmerkmale und klinischen Szenarien zu stark variieren. Wenn eine Anpassung der Energieabgabe erforderlich ist, besteht Konsens darin, dass eine Änderung der Energieabgabe um 20 bis 25 angemessen ist. Dies kann durch Erhöhen oder Verringern der Leistung, der Sweep-Geschwindigkeit oder der Anzahl des Sweeps erreicht werden. Und so allgemeine Schlussfolgerungen bei der Bewertung. So die eingesetzte Energiemenge hat direktes Einfluss auf Wirksamkeit, Wirkungsdauer und Sicherheit. Die Sweep-Geschwindigkeit ist ein Parameter, der in jeder zukünftigen Micropulse TLT-Veröffentlichung beschrieben und berücksichtigt werden muss, da er einen direkten Einfluss auf die Energieabgabe an das Auge hat. Mit der neuen Micropulse P3-Sonde benutzt man höhere Energie, höhere Leistung und langsamer Sweepsgeschwindigkeit. Die neue Micropulse P3-Sonde ermöglicht eine konsistentere Behandlung und reduziert die Nebenwirkungen einer anterioren Behandlung. Der Konsens dieses Panels ist, dass die Standard-Micropulse-TAT-Einstellung unter Verwendung der überarbeiteten Micropulse-P3-Sonde 2,5 Watts sein muss, 31 Arbeitszyklus und 4 Sweeps von jeweils 20 Sekunden pro Hemisphäre. Eine empfohlene Anpassung ist, bei Bedarf um 20% nach oben oder unten zu gehen. So, vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Ich habe es vielleicht vorhin in der Einführung nicht genau gesagt. Dr. Grippus, erste Sprache ist nicht Deutsch und dafür möchte ich ihm erstmal hier ganz herzlich danken. Er hat das sehr, sehr gut gemacht, aber das ist der Grund, warum zwischendurch auch immer mal wieder ins Englisch gewechselt wird. Bevor Dr. Göckel seinen Vortrag macht, möchte ich noch einmal alle Zuhörer bitten, dass sie jetzt auch die Möglichkeit haben,
im Chat über Ihre Question and Answers Ihre Fragen jetzt schon einzureichen, damit wir die nachher bei der Fragerunde in der Roundtable-Diskussion besprechen können. Dr. Göckel, wir sind gespannt auf Ihre Erfahrung. Vielen Dank, Marc. Vielen Dank, Thomas. So. So, meine Damen und Herren, viele Grüße aus Dortmund. Ich freue mich schon, dass wir so eine Möglichkeit haben in dieser Corona-Zeit. Ich glaube, wir haben uns schon gewöhnt, mit diesem Webinar Online-Fortbildung teilzunehmen. Ich möchte heute über unsere Studie Sie informieren. Danach würde ich auch über die Probenwissen sprechen und wie wir auch die Patienten präoperativ, postoperativ behandeln. In unserer Klinik möchte ich zuerst mal unsere Zahlen euch darstellen. Wenn wir das jetzt mal so hier gucken, von 2012 bis heute, wir haben unterschiedliche Varianten von den Glaukomoperationen, von Achmet-Valve-Implantation bis Kanuloplastik und Trabekulektomie. Aktuell tendieren wir schon ein bisschen mehr über andere Operationen, aber die Cyclophotocoagulation war immer in dem gleichen Zahl. Das war für uns immer eine gute Wahl, eine sichere Wahl in den bestimmten Patienten, die ich auch jetzt dann gleich auch erzählen werde. Zuerst möchte ich jetzt über unsere Studie Sie informieren. Wir haben eine prospektive Studie von zwischen 2018 und 2020 durchgeführt. 22 Patienten mit fortgeschrittenem Offenwinkelglaukom haben in dieser Studie teilgenommen. Insgesamt hatten wir dann 30 Augen. In zwei Gruppen haben wir diese Patienten geteilt. Die erste Gruppe war Gruppe A mit 15 Augen. Da haben wir die Makropuls-TLT, transkranial Lasertherapie, benutzt mit originalen P3-Probe. In der Gruppe B hatten wir dieses Continuous Wave Cyclophotocoagulation mit der G-Probe. In der Gruppe A haben wir eine Energie mit 2500 Milliwatt pro Hemisphäre 80 Sekunden gewandelt. Und eine Gruppe B war das jetzt, das mit dem 2000 Milliwatt und jeder Schuss war 2 Sekunden Dauer. Unsere Einschlusskriterien war, dass die Patienten eine fortgeschrittene Glaukom haben. Die Patienten sollten über 18 mm Hg Augendruck haben. Die Cup-Disc-Ratio, also die Pupillenexkavation, sollte von 0,8 bis 1,0 bis Optikusatrophie sein. Die Kammerwinkel haben wir Schaffergrad 3 bis 4 festgesetzt. Und wichtig war, dass die Patienten eine schlechte Gesichtswelt hatten, also einen fortgeschrittenen Gesichtsweltschaden hatten. Diese Patienten sollten auch eine nicht ausreichende Augentropfentherapie haben, trotz sie 2 bis 4 Wirkstoffe hatten oder multiple Augentropfenunverträglichkeiten. Ein absoluter Erfolg war für uns, dass die Patienten nach der Operation unter 15 mm Hg Augendruck haben und eine reduzierte Anzahl von dem antiglaukomatösen Augentropfentherapie benötigten. Und ein relativer Erfolg war für uns, dass die Augendrucklage unter 18 sein sollte und dass die keine zusätzliche Glaukomoperation benötigte. Wir hatten insgesamt 22 Patienten gehabt, 12 davon war weiblich und 10 davon war männlich. Der mittlere Alter war ungefähr 77. Insgesamt hatten wir 30 Augen. Das haben wir in zwei Gruppen geteilt. 15 Augen sind mit Micropulse TLT mit 2500 Milliwatt behandelt und 15 Augen sind dann mit dem Continuous Wave Cyclophotocoagulation mit 2000 Milliwatt behandelt. Der Überwachungszeitraum war zwischen 2018 und 2020. Als erste Grafik sehen wir, wie die Drucklage sich entwickelt hat. Bei dem Gruppe A, die jetzt mit dem Micropulse-TLT behandelt waren, hatten wir auch eine gleiche Beginn wie das bei dem Gruppe B. Und die Endphase war das auch soweit gleich. Also ein signifikanter Unterschied von dem Ein-Jahr-Effekt konnten wir das hier nicht zeigen. Beide Gruppen haben eine gleiche Wirkung gehabt und eine gute Wirkung gehabt. Bei dem zweiten Grafik, was auch jetzt für uns ist, bei dem Exo-CPC, bei dem Micropulse-TLT wichtig war, die Reduzierung von dem antiglaukomatösen Augentropfentherapie. Auch bei dem Gruppe A und auch bei dem Gruppe B war das jetzt mal so möglich, dass wir die Tropfentherapie reduzieren konnten. Aber auch einen signifikanten Unterschied konnten wir zwischen Gruppe A und Gruppe B nicht zeigen.
Ich möchte jetzt mit dieser Tabelle euch jetzt nicht erschrecken. Als Zusammenfassung von dieser Tabelle war, dass es geht um die postoperative Entzündungsreaktion. In den ersten postoperativen Tagen, wenn wir die beiden Gruppen beobachtet haben, haben wir das gesehen, dass die Vorderkammerreizzustand und auch die Bindehautreizzustand ziemlich ähnlich waren, also kein Unterschied. Was aber der Punkt war, dass ab dem ungefähr 15. postoperativen Tag war bei dem Gruppe A diese Entzündungsreaktion deutlich eingeschränkter, signifikant eingeschränkter, was auch für die Micropulse-TLT ein Vorteil war. In diese haben wir erstmal so gesehen, was für Komplikationen auftreten konnten. Der Sinn von dem Micropulse-TLT war, dass es wirklich komplikationarm oder komplikationslose Behandlung ist. Und hier haben wir das mal auch so bestätigt. Häufigsten Komplikationen war, dass es eine Bulbushypotonie kam. Das war aber bei dem Gruppe B mit dem Continuous Wave Cyclophotocoagulation ein bisschen häufiger. Was interessant war, auch was ich jetzt mal so erwähnen möchte bei diesem Continuous Wave, bei dem Gruppen B, dass wir eine Hornhautdekompensation hatten. Und was auch für unsere Studie wichtig war, ob die Patienten nach dieser Behandlung noch weitere Behandlungen benötigten, operative Behandlungen benötigten. Und da war das wirklich sehr gute Ergebnisse auch für uns an dem besonders Gruppe A benötigten Patienten ganz wenige extra Operationen an dem Gruppe B, aber zum Beispiel auch nicht chirurgische Eingriffe waren benötigt, aber trotzdem so erneute Cyclophotocoagulation war bei diesen Patienten notwendig. Als wieder kleine Info, hatte eine Patientin diese Hornhautdekompensation, da sollte eine perforierende Keratoplastik auch durchgeführt werden, welche auch jetzt nicht signifikant war. Als Zusammenfassung von unseren Studie konnten wir sagen, dass wir bei dem Gruppe A bei 60% der Patienten im Laufe von einem Jahr einen absoluten Erfolg erreicht haben. Und das war deutlich mehr als der Gruppe B. Zusätzliche Operationen war, wie ich auch gerade erwähnt habe, war wichtig. Bei dem Gruppe A mit dem Micropulse-TLT war das deutlich gering. Bei dem Gruppe B sollte man das öfter, die Cyclophotocoagulation, leider wiederholen. Was jetzt mal für uns sehr wichtig war, bei dem Micropulse-TLT in Gruppe A, diese Entzündungsreaktion war deutlich reduziert im Vergleich mit dem Gruppe B, mit dem Continuous V Cyclophotocoagulation. Also mit dem Micropulse-TLT im Vergleich zum Continuous V Cyclophotocoagulation hat man eine bessere Effizienz gehabt, eine reduzierte Entzündungsreaktion, reduzierte Anzahl von Komplikationen und deutlich weniger Reoperationen. Ich möchte jetzt mal auch über unseren Patientenauswahl jetzt mal so sprechen, nach dieses Konsensus. Zuerst möchte man oder soll man denken, was möchten wir? Wir möchten zuerst den Augendruck jetzt mal senken. Zweitens, wir möchten weniger Augentropfentherapie haben. Und drittens, was auch sehr wichtig ist, wir möchten auch Sicherheit haben. Wenn wir diese Grundlagen jetzt mal von dem Konsensus gucken, wir können das jetzt in drei großen Titel das jetzt mal so teilen. Der erste große Titel war für uns die Patienten, bei den Patienten, die ein chirurgischer Eingriff nicht möglich war oder ein chirurgischer Eingriff von dieser Patientin nicht erwünscht war. Bei dem zweiten Gruppe, die Patienten hatten schon eine primäre Glaukomchirurgie bekommen. Die dritte Gruppe von den Patienten hatten ein stabiles Glaukom, aber unter maximalen Augentropfentherapie. Und wenn wir diese Titel jetzt mal ein bisschen detailliert erzählen sollen, bei den Patienten, bei denen man keine chirurgische Operation durchführen kann, die haben zum Beispiel eine nicht geeignete Bindehautsituation. Das kann eine Bindehauterkrankung sein, das kann eine große Reizung von dem Bindehaut sein, die man eine Inzision nicht durchführen kann. Oder bei den Patienten, die eine erhöhte Komplikationsrisiko haben, zum Beispiel wie eine Blutungsneigung oder was auch für uns und auch für die Patienten wichtig ist, es geht um das bessere Auge oder einziges Auge von dem Patienten. In dem Fall, wie wir auch die Bedenken haben, haben auch die Patienten und dann erwünschen auch so einen chirurgischen Eingriff nicht so gerne. Auch heutzutage, was wir auch in unserer Klinik ganz häufig merken, auch in Deutschland,
erschwerte oder nicht mögliche postoperative Kontrollen. Wenn wir diese Patientenpopulation jetzt gucken, wir haben jetzt noch mehr Patienten, die Demenz haben, die wir behandeln sollen oder eine Behinderung oder Mobilitätsstörung haben. Bei einem chirurgischen Eingriff sollen die Patienten schon häufig postoperativ kontrolliert werden. Bei diesen Situationen ist es nicht möglich. Und bei diesem Micropulse der LT kann man das jetzt ruhig in dieser postoperative Kontrolle deutlich reduzieren. Als eine zweite Gruppe von den Patienten, die Patienten, die schon einen chirurgischen Eingriff bekommen haben, das kann auch Atmetwalf, das kann auch so eine Trabekulektomie, Kanaloplastik Operation sein, bei denen die Patienten aber eine suboptimale Tensorlage haben, trotz dieses chirurgischen Eingriffs. Und die Patienten benötigen wieder eine drucksenkende Therapie. Diese Patienten sind auch für dieses Micropulse-TLT sehr gut geeignet. Es gibt auch so eine Gruppe, die Patienten haben eine stabile Glaukom, aber die haben eine maximale Tropfentherapie, 2 bis 4 Wirkstoffe. Bei denen möchten wir auch mit wegen unterschiedlichen Gründen, zum Beispiel auch Bindehautreizung oder nicht mehr mögliche die Tropfenanwendung, diese Tropfentherapie reduzieren. Und bei diesen Patienten ist auch die Micropulse-TLT eine gute Wahl. Ich möchte auch jetzt mal über unsere Erfahrungen mit den Sonden als vorletztes auch Sie informieren. Ich konnte auch das persönlich, diese Entwicklung sehr gut beobachten und auch das anwenden. Bei dem originalen Micropulse P3-Sonde, das war der Kopf viel kleiner. Viel war das einfacher auch, dass wir bei den kleinen Augen die Sonde mit den schönen Bewegungen, dass man durchführen können. Aber da hat man auch bemerkt, dass man auch die Kontrolle ab und zu verlieren kann. Bei dem modifizierten Micropulse P3, da auch bei dem vorigen Vortrag jetzt mal so öfter auch genannt wird, mit diesem Häschen Füße, dass man das jetzt mal so viel angenehmer eine Kontrolle hat und diese Sonde viel besser auf das Scleral dann sitzt. Mit einem leichten Druck, wie das auch Marc das jetzt mal gerade erwähnt hat, kann man das jetzt mal so drücken und dann diese softe Bewegung, runde Bewegung des Strips ganz einfach, viel einfacher durchführen. Sogar bei den Augen, die ganz enge Lidspalte haben, die bei dem jetzt mal ungern eine Lidsperre benutzen, ist es sehr gut möglich. In dem Fall können wir hier viel sicherer mit diesem modifizierten Micropulse P3-Sonde dieses Anwendung durchführen. Das sitzt besser. Die Softwarebewegungen sind viel leichter mit diesem Swips. Und dadurch ist es unsere Energiebenutzung viel effizienter im Vergleich mit dem ehemaligen originalen P3-Sonde. Als letztes möchte ich auch über unseren Klinikschema informieren, wie wir auch die Patienten vor der Operation und auch nach der Operation behandeln. Vor der Operation, vor einem Tag perioperativ, möchten wir oder behandeln wir diese Patienten mit Cortison-Augentropfen. Das kann Prednison oder das kann auch Monodex-Augentropfen sein, damit wir auch dieses Reizzustandsrisiko deutlich vermindern. In dem Operationstag, die Patienten kriegen vor einer Stunde von dem Operationsbeginn eine Weitstellung mit Cyclopentolat-Augentropfen. Ab dem ersten postoperativen Tag fangen wir jetzt wieder mit dem Cortison-Augentropfen, die wir jetzt mal so gerne 4-mal täglich jetzt mal so anwenden. Und die Patienten kriegen auch zusätzlich für 3 Tage Cyclopentolat-Augentropfen 1-mal täglich für die Weitstellung. Ab dem 5. postoperativen Tag möchten wir dieses Cortison-Augentherapie auf nicht-cortisonhaltige entzündungshemmende Augentropfen umstellen, zum Beispiel Keratolac-Tramethamol-Augentropfen, mit dem Ziel, dass die Patienten wegen Cortison auch keinen Augendruckanstieg haben. Und ich muss auch schon wieder hier nennen, dass wir bei dem Micropulse-TLT deutlich reduzierte Reizzustand haben und das ist jetzt ab dem 5. postoperativen Tag mit so einer Umstellung auf nicht cortisonhaltige Entzündungshemmer, dass es das möglich ist. Ich bedanke mich herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, für Fragen und Gespräche bin ich sehr offen. Und wieder liebe Grüße von aus Dortmund. Herzlichen Dank für diesen sehr schönen Vortrag. Bevor wir zu den Fragen kommen, möchte ich noch einmal ganz kurz die Empfehlungen des Konsensus-Meeting, was wir dieses Jahr durchgeführt hatten, zusammenfassen. Die Einstellungen beim Laser sind und bleiben bei 31,3% Duty Cycle. Die empfohlene Energie liegt bei 2500 Milliwatt.
Die Behandlung erfolgt weiterhin in den beiden oberen und inferioren Hemisphären separat. Und ein großes Augenmerk, wie bereits mehrmals heute Abend erwähnt, liegt auf der Sweep-Geschwindigkeit, der sogenannten Sweep-Velocity. Empfohlen werden 20 Sekunden pro Sweep, wenn eine ganze Hemisphäre behandelt wird. In dieser Hemisphäre sollten somit 4 Sweeps erfolgen. Daraus ergibt sich eine Behandlungszeit pro Hemisphäre von 80 Sekunden. Bei Bedarf, wenn eine Anpassung notwendig ist, empfiehlt sich, wie Dr. Thomas Grippo das vorhin schon erwähnt hatte, eine Erhöhung oder Verringerung von 20-25%. Dieses kann erfolgen durch Veränderung der Leistung, der Sweep-Geschwindigkeit oder aber der Anzahl der Sweeps. Aber diese Empfehlungen hat das Konsensus-Meeting abgegeben. Wie gesagt, ein besonderes Augenmerk liegt auf der Sweep-Velocity in diesem Fall. Bevor wir Sie in die Vorweihnachtszeit entlassen, möchte ich gerne noch auf die Fragen eingehen, die heute Abend gestellt wurden. Die können wir gemeinsam gleich beantworten. Vielleicht eine Frage oder vielleicht noch eine Bemerkung von mir dazu. Thomas hat mir einmal sehr, sehr gut den Effekt der sogenannten Sweep-Geschwindigkeit erläutert am Beispiel einer Kerze. Wenn man, das haben wir alle als Kind schon mal gemacht, mit dem Finger durch eine brennende Kerze streicht, dann tut das eigentlich nicht weh. Und als Kind versucht man immer, die Grenzen zu erfahren. Je langsamer man durch die Kerze geht, also von ganz schnell über ganz langsam, desto eher kommt man an den Punkt, dass es weh tut. Und ich glaube, das ist genau das, was man mitnehmen muss, was die Sweep-Geschwindigkeit angeht. Wenn man zu schnell behandelt, dann kommt auf den jeweiligen Punkt des Gewebes zu wenig Energie an, die einen Effekt erzielen kann. Während wenn man langsam genug die Sweep-Geschwindigkeit durchführt, dann hat der Laser überhaupt erst die Möglichkeit, im jeweiligen Punkt eines Gewebes, über den hinweggefahren wird, seinen Effekt zu entfalten. Thomas, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aber ich fand das damals sehr, sehr eindrücklich, wie du mir das wiedergegeben hattest. Ja, das war perfekt. Kommen wir ganz kurz zu den weiteren Fragen. Jetzt muss ich einmal kurz wechseln. Thomas, vielleicht an dich als erstes von mir die Frage bei den jetzigen Parametern, wo wir ja langsamere Sweeps durchführen und die Energie auch höher haben, als wir es vielleicht am Anfang selbst alle gemacht haben und in den Studien berichtet wurde, müssen wir bereits Angst haben, dass wir an die Grenze von zu viel Energie gekommen sind. So with the current parameters that we use now. I got it. Nein, ich habe es verstanden, ja. Nee, ich glaube, wir sind in eine ganz, ganz gute, you know, we are actually in the right spot. You know, if wo wir an höheren Parameter anschauen, es gibt zwei Autoren, die haben ganz viel mehr Energie benutzt und die haben Side Effects, you know, bekommen. Aber wir sind ganz weit weg von das. So mit diesen Parameter muss alles ganz, ganz gut geschehen. of course, I mean, sometimes you may have actually a side effect, but you know what we see with the, sorry, I'm just going to say it in English. What we see with the new probe is much less anterior segment side effects like mydriasis. And we are still far away from, we believe, you know, that we are still far away from the area where we can start having more serious side effects. So this recommendation from the consensus is supposed to be as safe as possible as a recommendation for the everyday case. Of course, depending on the specific case, you can just go up on your level of energy and realize that you may have a little bit more risk of potential side effects, or you can go down and be milder with your treatment. That would be my answer, Mark. Sorry. Mm-hmm. Can you translate that? Ich glaube, es fasst es ganz gut zusammen. Also mit den jetzigen Parametern sind wir immer noch, und das zeigen sowohl alle Ergebnisse, die veröffentlicht wurden, aber auch die von den Konsensusmitgliedern selbst, klinisch erbrachten Ergebnisse, dass wir auf einem sehr, sehr sicheren Niveau nach wie vor bleiben. Und ich stimme dir absolut zu, was du gesagt hast, Thomas, die Vorderabschnitts,
Komplikationen, die wir sehen, die sind mit der neuen revidierten Sonde sehr, sehr selten. Also die Mydriase, wie wir sie kennen von der klassischen G-Probe-Zyklophotokoagulation, die häufig ist, die nicht immer symmetrisch rund ist, sondern manchmal eine verzogene Pupille uns auch zeigt in eine Richtung, die sehen wir mit der Mikropulsbehandlung eigentlich nicht. Man kann manchmal eine Mydriase sehen, das ist vor allem, wenn man ein Auge behandelt und das andere nicht und man guckt ganz, ganz genau im Seitenvergleich, dann ist die eine Pupille vielleicht ein bisschen größer als die andere, aber dieser Effekt ist sehr, sehr häufig reversibel. Und für die Patienten, wenn sie nicht direkt auf einem Foto vergleichen oder sehr, sehr kritisch sind und in den Spiegel gucken, sieht man das eigentlich nicht. Aber auch das als Nebeneffekt aus meiner eigenen Erfahrung ist sehr, sehr selten geworden. And Mark, I would say even more. I believe that maybe in the future we will be becoming a little bit more aggressive with our settings. But that still needs to be explored. I don't think we're going to go down on the settings. I think we're actually going to go a little bit higher, and we're still going to be far away from the area where you do have a lot of, you know, potential side effects. But for now, this will be the safest bet to balance side effects and effect we have. Jo, bei deinen Ergebnissen, die wirklich sehr, sehr schön sind und die eigentlich gezeigt haben, dass mit einem guten Sicherheitsprofil wir mit der Mikropulsbehandlung gewebeschonend sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen können, mit einer guten Drucksenkung über ein Jahr, die du uns demonstriert hast, aber auch mit einer sehr guten Einsparung an Medikamenten. Ein Punkt, den ich vielleicht noch betonen möchte, was immer wieder untergeht, wenn man so Studien sich anguckt, du hast es zwar erwähnt, aber viele achten da gar nicht so drauf, ist nicht nur die Drucksenkung, sondern man muss sich, wenn man keinen Washout betreibt, also nicht die Patienten ohne Medikamente vom Druck sich anguckt, auch immer parallel zu den Druckkurven die Medikamentenkurven angucken. Und ein kleiner Unterschied, wenn der vielleicht auch nicht signifikant war, der mir ins Auge fiel, wenn ich mir die beiden Kurven von dir angeguckt habe, ist vor allem in der Zeit 3 Monate, 6 Monate, 12 Monate, da war eine gewisse Variabilität in beiden, wo es wieder ein bisschen zum Anstieg kam in beiden Gruppen. Aber dieser Anstieg war wesentlich flacher in der Mikropulsgruppe als in der klassischen G-Probe-Zyklophotokoagulationsgruppe. Aber gleichzeitig, wenn die Medikamentenkurven, die du gezeigt hast, wenn man die genau anguckt, dann kam es sogar zu einer weiteren Abnahme der verabreichten Medikamente in der Mikropulsgruppe, während dieser Effekt kaum oder viel, viel weniger in der G-Probe-Gruppe zu sehen war. Und ich glaube, das bestätigt eigentlich, wenn man mal so sagt, ja, es war ja noch nicht mal besser, aber wir haben zumindest gleiche Sicherheit, wir haben gleichen Effekt und zusätzlich hast du gezeigt, sogar noch Medikamente einsparen können. Eine Frage an dich, die auch aus der Fragerunde aufgekommen ist, ist, vielleicht nicht nur die Frage, sondern ich gebe eine Geschichte dazu. Wenn ich als neuer Operateur mit einer neuen Technik anfange, dann frage ich mich immer kritisch, das, was ich tue, ist das eigentlich gut? Und das heißt, gut bei Glaukomoperationen ist die Effektivität der Drucksenkung und der Medikamenteneinsparung. Das heißt, ich bin neu, habe eine neue Technik, fange mit Mikropuls zum Beispiel an und mache meine ersten Operationen, mache meine ersten Behandlungen und dann gucke ich nach einiger Zeit, wie gut war das Ergebnis eigentlich, bevor ich das bei mehr Patienten im klinischen Alltag anbiete. Ab welchem Zeitpunkt würdest du empfehlen, dass man sozusagen für sich selbst evaluiert oder wann kann man erwarten, dass die Drucksenkung, die Mikropuls-TLT bringt, eigentlich erkennbar ist? Also ist das schon nach einer Woche oder erst bei einem Monat oder mehr Zeit, dass ich überhaupt kritisch sagen kann, jetzt wirkt die Behandlung oder jetzt wirkt sie noch nicht? Diese Frage können wir auch, glaube ich, mit diesem postoperativen antiglykomedizinischen Therapie auch beantworten. Da habe ich auch gerade gelesen, ob wir das auch danach sofort anfangen sollen oder nicht oder wie lange das jetzt mal so brauchen. Das können wir auch jetzt gleich kombiniert beantworten. Von unserer eigenen Erfahrung her, ich kann schon sagen, dass wir zwischen 2 und 6 Wochen schon einen deutlichen Effekt sehen von diesen Drucksenkungen in unserer Klinik. Und in diesem Fall als Operateur, die ersten Tage, erste Wochen, soll man sich jetzt nicht erschrecken oder auch die Patienten soll man schon warnen. Bleiben Sie ruhig, das wird die erste Woche nicht das Effekt da sein. Das muss zuerst mal so wirken und das wird das in dem einige Zeit später. Und dieser Zeitpunkt ist ungefähr 2, 6 Wochen zwischenzeitlich. Und in diesem Zeitraum postoperativ, je nach klar Drucklage, manchmal hat man auch diese Komplikation, dieses Bullous Hypertonie kommt, ist es ganz selten, aber wir fangen schon postoperativ direkt mit dem drucksenkenden Augentropfentherapie, aber auch nicht mit dem maximalen Therapie, zum Beispiel, wenn die Patienten schon 4 Wirkstoffe haben, da gehen wir schon mit den 2
Wirkstoffen weiter. Also ein reduzierter Augentropfen, Antiglaukomatitis und Augentropfentherapie fangen wir postoperativ sofort an, bis zum Effekt. Und man merkt das schon mit diesem 2 Wochen, 6 Wochen Abstände, dass dieses Effekt langsam kommt, die Drucklage jetzt runtersenkt. Und da kann man auch danach dieses Antiglaukomatitis-Therapie nach ungefähr 2, 6 Wochen später deutlich reduzieren und das besser anpassen. Danke dir für die Antwort. Ich glaube, was man wirklich bedenken muss, ist, dass man nicht zu früh enttäuscht ist, weil gerade wenn man am Anfang mit Steroiden behandelt und fast 25% der Glaukompatienten haben einen Steroid-Response, dann kann in den ersten 2 bis 4 Wochen, je nachdem, wie lange man die Steroide gibt, durchaus der Augendruck noch zu hoch sein. Und dann ist es eigentlich nicht ein schlechtes Ergebnis, sondern man sieht den Effekt einfach noch nicht. Und genau hier möchte ich auch wieder andeuten, da durch dieses Micropulse, dass wir deutlich reduzierten Reizzustand haben, man kann mit diesem Cortison-Augentropfen ganz schnell aufhören. Bei uns, das war auch eine Frage, also postoperativ ab 5. Tag, wir setzen schon die Cortison-Augentropfen ab, mit der Ziel, dieses Druckanstieg nicht kommt. Und dann fangen wir es mit dem Anti-Inflammatoire-Augentropfen, nicht Cortison-haltigen Anti-Inflammatoire-Augentropfen an. Und dank dieses Micropulse ist es auch so möglich, dass wir Cortison-Therapie deutlich kurz halten können. Vielleicht auch eine Frage an dich, Thomas. Wie sieht dein postoperatives Management aus? So usually I agree, you know, with Grill, what he was saying. I think like after a week you start seeing a tendency that may actually deepen up later on. I tend not to treat most of my patients with dilating drops, for example. At the very beginning I did, later on we kind of stopped. I guess that depends on the inflammation the patient has. Usually I continue, what I stop right away is oral medicines. I tend to continue with the glaucoma drops. And depending on how the patient evolves, I start to stop, you know, going from Diamox to prostaglandins, and then, you know, brimonidine and whatever is left. So that's a little bit my post-op care. It's relativ ähnlich zu dem, was ich mache. Also ich habe auch am Anfang die Pupille erweitert, weil ich das halt so kannte von der GPOP-Behandlung. Um die Schmerzen zu verringern. Das mache ich heute nicht mehr. Ich gebe die Steroide für 1 bis 2 Wochen. Ich habe auch früher, das ist so ein bisschen aus der Historie der Kataraktbehandlung, man hat immer auch irgendein Antibiotikum noch gegeben. Ich denke, das kann man auch sagen, das ist eigentlich nicht notwendig, da man ja mit einem Gel auf der Bindehaut ist, eine Bindehautverletzung relativ selten dadurch ist. Man ist entfernt vom Limbus, also man ist auch nicht auf der Hornhaut, dass man eigentlich wirklich mit antiinflammatorischer Behandlung, also Steroiden oder NSAR, wie Güri Göckel das eben gesagt hatte, gut nachbehandeln kann. Also ich glaube, da unterscheiden wir uns wenig in der Nachbehandlung. Es gibt eine Sache mehr, ist mit der neuen Sonde, manchmal mit der alten Sonde hat man die Konjunktiva kaputt gemacht. Ja? Und dann brauchst du die Antibiotik. Ja. Mit der neuen Sonde, es ist ganz selten, dass wir die Konjunktiva, like that we do any scratch there, right? So I agree with you, Mark, on that. And one more thing about, which you, Mark, highlighted it, is just to use an interface, you know, be it like some type of gel, throughout the procedure, and to not be shy when it comes to putting more gel on the eye as we do every pass, to make sure that there is coupling between the probe and the conjunctiva at all points. I think that's, we can not stop from reinforcing that. Yeah. And I don't know what you guys do when it comes to when you place the probe. I tend to go at the limbus, but maybe I want to see a little white line. So I go a little bit more posterior. I don't know if that's what you guys do too, but it's something worth it highlighting about the technique. Mark, I don't know if you do that too. Ja, ich glaube, das ist das, was wir alle machen. Also ganz, ganz bisschen weiß möchte ich auch sehen. Und was, denke ich, auch hilfreich ist, was man sich überlegen kann, wenn man in topischer inklusive subkonjunktivale Anästhesie ist, man kann sich helfen lassen, indem der Patient
noch in die entgegengesetzte Richtung von der Behandlungshemisphäre guckt, also man oben behandelt, lasse ich die Patienten nach unten schauen, dann hat man noch eine bessere Visualisierung. Und wenn man dann diese kleine weiße Linie freilässt, dann bleibt wirklich die Orientierung am Limbus wesentlich einfacher, als man sich das im ersten Moment vorstellt. Ich glaube, das ist auch noch wichtig zu sagen, die Lernkurve ist relativ steil, muss ich sagen. Also wenn man sich das erste, zweite, dritte Mal mit der MPTLT beschäftigt hat, mit der Mikropulsbehandlung, dann wird es aus meiner Erfahrung relativ einfach und auch für die Kollegen, die ich angelernt habe, war es ähnlich, dass man sich wohlfühlt mit der Behandlung. Und eine Sache auch ist, I make sure that I put pressure when I do the pass, you know, just on the clear. At no point I lose up. I just make sure that I keep that pressure constant. And I think that actually helps with the transmission of the laser energy. And it reinforces, it prevents you from actually losing up and losing also the coupling. Vielleicht noch ein Tipp für alle, die anfangen mit der Mikropuls-TLT-Behandlung. Man stellt sich das am Anfang relativ schwierig vor. Und wenn man hört, man muss jede Hemisphäre 80 Sekunden behandeln, dann denkt man, das ist sehr, sehr lange und es ist vielleicht sehr schwierig, so lange die Orientierung zu behalten. Man hat die Möglichkeit, zu jedem Zeitpunkt, wenn man sich unwohl fühlt und das Gefühl hat, die Orientierung am Limbus ist nicht gut, man kann eine Pause einlegen. Man muss einfach nur den Fuß vom Fußpedal nehmen, der Laser schaltet sich aus. Man kann den Patienten neu nochmal in die richtige Richtung schauen lassen, man kann die Sonde neu ansetzen, man kann vielleicht auch noch ein bisschen Couplingsgel wieder neu auftragen und tritt dann, wenn man sich sicher ist, dass man wieder gut sitzt, an ähnlicher Stelle, wo man aufgehört hat, tritt man das Pedal wieder durch und kann die restliche Behandlungszeit ab diesem Zeitpunkt fortführen. Und ich glaube, das nimmt sehr, sehr viel Stress für alle Anfänger aus dieser Behandlungstechnik heraus. Die Möglichkeit hat man. Also es ist nicht wie bei einem normalen Retina-Laser, wenn ich aufs Pedal drücke und ich höre zu früh auf, dann ist der Schuss halb ausgeführt mit zu wenig Energie. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Dadurch, dass ich halt eine Sweep-Bewegung durchführe, kann ich zu jedem Zeitpunkt aufhören, kann die Sonde wegnehmen, neu positionieren an der Stelle und kann dann die Behandlung, wenn ich mich sicher fühle, weiter fortführen. Ich glaube, das ist aus meiner Sicht zumindest, was ich bei allen, die ich angelernt habe, immer wieder gesagt habe, gut angekommen. Die Möglichkeit hat man und die nimmt einem aus dem Hinterkopf ein bisschen den Stress beim Anfang. Eine andere Sache, die du gesagt hast, ist die Phenylephrin oder Brimonidin zu benutzen. You know, dass if the surface of the eye is with pigment or the blood vessels are very dilated, some of the energy will be absorbed. So if you take the precaution of putting some phenylephrine or brimonidine to cause vasoconstriction, you know, that's going to favor the transmission of the energy to the target tissues that you're aiming for. So that's another tip that I use in every case, really. Und a happy patient am nächsten Tag ist der Patient, der wenig Schmerzen hat und kein rotes Auge hat. Also das empfiehlt sich sogar noch aus mehreren Überlegungen heraus. Eine weitere Frage, die kam, ist, gibt es ein Kaviar bezüglich gewisser Glaukome? Ich nehme die Frage mal selbst, weil ich auch vorhin schon gesagt habe, welche Glaukome man alles behandeln kann. Mein persönliches Kaviar ist eigentlich, dass bei kongenitalen Glaukomen aus meiner Erfahrung der Effekt nicht sehr, sehr lange anhält und man häufig wieder behandeln muss. Das ist mit Vorsicht zu genießen, weil wir haben gerade bei Kindern sehr, sehr wenig Erfahrung und vielleicht behandeln wir einfach mit den falschen, zu geringen Parametern bei diesen Kindern. Das kann sein. Aber ich möchte das einfach so als Kaviar mitgeben. Wenn ich ein kongenitales Glaukom überbrücken, zum Beispiel mit einer Mikropuls-TLT behandle, dann erwarte ich nicht einen sehr langen Effekt und kontrolliere eher wieder früher nach. Das heißt, das beste Beispiel für mich ist, ich habe ein Baby, was auf die Welt gekommen ist, hat ein beidseitiges kongenitales Glaukom. Die Eltern erfahren das als Schocknachricht. Man kann sie gerade so überreden, dass ein Auge klassisch eine Glaukomoperation erhält, also eine Goniotomie oder eine Trabekulotomie zum Beispiel. Und dann das zweite Auge, was eigentlich auch behandelt werden müsste, da sind die Eltern sehr zurückhaltend. Sie wollen erstmal gucken, wie die erste Behandlung wirkt. Und da biete ich dann zum Beispiel Mikropuls-TLT-Behandlung an, damit der Augendruck wenigstens in den Monaten, bis man die Eltern soweit hat, dass das zweite Auge operiert werden kann, nicht zu hoch ist. Und dann muss man, denke ich, im Hinterkopf haben, dass man die nächste Narkoseuntersuchung recht kurzfristig plant, nach meinetwegen 2 oder 3 Monaten, weil dann eventuell der Druck langsam schon wieder am Steigen sein könnte. Ein weiteres Kaviar, wo man immer dran denken könnte, ist die Behandlung bei einem uveitischen Glaukom möglich, weil es ja eine Inflammation macht. Und wir alle wissen, es gibt keine ideale Behandlung fürs uveitische Glaukom. Das ist immer eine sehr, sehr schwierige Behandlung mit vielen
Rückschlägen, nicht so klassischerweise wie bei einem Offenwinkelglaukom, was relativ einfach im Vergleich zum uvitischen zu behandeln ist. Da kann man eine Mikropulsbehandlung machen und im Vergleich zum Beispiel zur früheren G-Probe-zyklodestruktiven Behandlung erwarte ich hier wesentlich weniger Inflammation. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ja, man kann es machen, ja, es kann die Inflammation triggern, man sollte das uveitische Glaukom, die Uveitis gut abpuffern, antiinflammatorisch in dieser Zeit, aber ich erwarte weniger Inflammationsreiz als zum Beispiel der G-Probe-Behandlung. Ich weiß nicht, ob ihr noch was zufügen wollt. Yeah, I believe that, I mean, we need to explore in the future, you know, the combination of micropulse with other procedures. Where I know that it actually works pretty well is based on my own personal experience and the feedback I got from other colleagues is, you know, when you put a tube and the pressure lowers, but not enough, instead of putting a second tube, you know, micropulse complements that initial procedure extremely well. That's probably explored already, but, you know, maybe combining, you know, micropulse with, you know, mix or angle surgeries in the future may be an area for exploration. Wir haben noch drei weitere Fragen, die ich noch in die Runde geben möchte. Habt ihr eine Behandlungsempfehlung speziell fürs Neovaskulationsglaukom? Any advice for neovascular glaucoma? Kann das vielleicht jetzt mal so die Neovaskulationsglaukom, also als Sekundarglaukom, da würde ich auch so eine, was wir es durchführen, klar, bei was das mal so ist. Eine Cyclokryokoagulation ist bei uns eine gute Wahl, die wir das mal so schnell die Patienten unter Druckkontrolle jetzt mal so kriegen können. Eine Cyclophotokoagulation machen wir bei diesem Zustand jetzt mal nicht. Also bei uns ist mal die erste Wahl ist bei solchen Patienten eine Kryobehandlung, wenn wir auch nicht die Patienten mit einer primärchirurgischen Operation nicht behandeln können. Thomas, any advice from you? I mean, it's not that I have so much experience with doing micropulse on patients with neovascular glaucoma. I think it's critical to identify the stage of the neovascular glaucoma. It's not the same if the angle is 360 degrees completely sipped or if it's open and you treat the neovascular glaucoma and the membrane actually disappears, right? So I always have that rationale, you know, if the angle is completely sipped, you know, you may decrease actually the production of liquid, I mean, of aqueous humor, but it may not be enough unless you become very, very aggressive. So when I can stick in, you know, a valve and then maybe combine it if need be, that's something I would rather do. In the literature, there is a study where they actually explored micropulse TLT in patients with neovascular glaucoma, and I assume this was advanced stage neovascular glaucoma, and they did get good results, but they actually did use higher levels of energy, and sometimes they had to actually repeat, you know, the treatment. But I think that's an area where we need, you know, one of the next frontiers with micropulse is to start exploring more homogeneous populations, like patients with pure neovascular glaucoma or primary open-angle glaucoma or exfoliation glaucoma, to get a more exact recommendation. I don't know, Mark, what your experience is. Nein, das ist, deckt sich sehr, sehr gut mit meiner Erfahrung. Also ich glaube, beim Neovaskulationsglaukom muss man sich wirklich, wirklich gut die Pathophysiologie anschauen. Und erst dann kann man sehen, was die beste Behandlung ist und was man erwarten kann. Und das geht leider häufig unter. Wenn ich im Stadium bin, wo die Neovaskulationen sich gebildet haben und ich kann diese behandeln, sei es halt durch Anti-VEGF, was man injiziert, oder durch eine Behandlung der Netzhaut, wo sich dann langsam das Anti-VEGF zurückbildet und die Gefäße sich zurückbilden, aber sich noch keine kontraktive Membran über das Trabekelmaschenwerk 360 Grad gelegt hat. Das, wo ich noch Abfluss habe und der Abfluss sich verbessern wird, da kann man das sicherlich machen. Wenn aber ein weiteres fortgeschrittenes Stadium vorliegt, wo sich Membranen über das Trabekelmaschenwerk gelegt haben, wo ich praktisch keinen Abfluss oder nur noch sehr wenig Abfluss habe, dann ist meine Wahl eigentlich auch, wie du gesagt hast, ein Tube
dass man was Fistulieren Verbesserndes schafft, weil man muss einen neuen Abfluss schaffen, der alte funktioniert nicht mehr. Wenn man dann, wie man es früher vielleicht manchmal gemacht hat, mit der GPO-Behandlung drangeht, da muss man so viel Wasserproduktion herunterkoagulieren, dass die Rate, die Schwelle zur Hypotonie sehr, sehr eng ist. Das heißt, die Schwelle zwischen genügend Drucksenkung und das ganz bisschen mehr, was zu viel ist und dann zur Hypotonie fällt, die ist praktisch kaum zu schaffen. Ja. Und genau das Gleiche, wenn halt der Abfluss praktisch nicht mehr vorhanden ist, dann muss ich sehr, sehr viel Energie oder sehr, sehr viel Behandlung, wenn ich eine Mikropuls-TLT machen würde, machen, also mehrere Behandlungen, bis ich überhaupt eine Drucksenkung habe. Und das ist die Frage, ist dann nicht zu viel Zeit, die ich brauche mit Wiederbehandlung und Wiederbehandlung, bis ich eigentlich die genötige Drucksenkung habe und währenddessen ist der Druck so hoch, dass der Schaden fortführt. Deswegen dann würde ich sagen, ist ein Tube eigentlich die bessere Wahl. Und deswegen schaut in die Pathophysiologie, schaut in die Diagnostik und die Empfehlung kann ich eben geben beim Neosezationsglaukom. Ist das schwierig und ist das aber nötig, weil erst dann kann man die richtige Behandlung treffen. Mhm, ja. Weitere Frage, die eigentlich genau in dieses Fenster auch schon hereinpasst. Ab wann empfehlen wir oder empfehlt ihr eine Wiederbehandlung mit der TLT oder wenn eine Behandlung nicht funktioniert hat, soll ich überhaupt eine zweite Mikropuls-TLT machen oder soll ich dann eine klassische GPO-Behandlung machen? Thomas, das ist translated. The sorry. Question was if I no, have... I got it. No, I got it. I got it. Perfect. No. I was just saying that's just to create some interest. That's going to be one of the topics for our next consensus document, which hopefully we'll be doing as a presential and maybe a webinar in late February during maybe one of the big meetings, one of the big glaucoma meetings. So I don't know if I have like something to recommend right now. I would love to hear you guys first. Dann, ich opfere mich und dann sage ich mal so, also bei uns frühestens 8 Wochen, also frühestens, wenn das wirklich eine sehr unangenehme Situation ist, dann nach 8 Wochen kann man das machen, aber im Regel, also wenn wir so etwas weiter durchführen sollen, zwischen 8 und 12 Wochen kann man daran schon denken. Erste Frage, also ja, klar, man kann das wiederholen. Und unser Zeitraum ist es frühestens bei mehreren Patienten war die 8. Woche. Davor würde ich es auch ungern jetzt mal daran gehen. Von unserer klinischen Erfahrung her. Ja, also es deckt sich auch mit dem, was ich mache. Ich behandle meistens 2 Wochen mit Steroiden nach. Wenn ich einen Steroid-Response ausschließen will, dann muss ich sagen, kann ich nach 4 Wochen eigentlich erst den Behandlungserfolg wirklich sehen. Das heißt, eine Wiederbehandlung vor 4 Wochen ist eigentlich sehr, sehr früh. Es gibt Ausnahmen, also wenn ich sehe, die Behandlung nach 2 Wochen ist so wenig stark, dass ich mir nahezu 100% sicher bin, dass ich nach 4 Wochen genau den gleichen Effekt habe, dann kann man früher darüber nachdenken, aber das ist der Ausnahmefall. Im Normalfall muss ich auch sagen, mindestens 4 Wochen abwarten, um überhaupt zu beurteilen, wie gut die Behandlung war, wie der Effekt war und dann kann man nach mehr als 4 Wochen, und Jürgen Göckler hat das gerade gesagt, wahrscheinlich eher nach 6 bis 8 Wochen, kann man sehen, ob man wieder behandelt. Würdest du mehr Energie benutzen, wenn du das wieder machst? Das ist eine gute Frage und die wollte ich eigentlich gerade als letztes an dich stellen, Thomas. Du hast ja gesagt, was wir im Konsensus festgestellt haben, ist, wenn man zu wenig Effekt hat, dann darf man mit 20-25% an den Parametern spielen. Dann gibt es die Option Leistung, Sweep Velocity, also Sweep Geschwindigkeit oder Anzahl der Sweeps, das heißt mehr Behandlungszeit im Endeffekt. Und meine Frage an dich wäre gewesen, welchen Parameter variierst du? Die Antwort, weil du es mir gerade als Frage gestellt hast, aus meiner Sicht ist eigentlich relativ einfach und da muss man so ein bisschen sagen, aus der Historie heraus, ich habe früher GPO behandelt und danach fing ich an, Mikropuls zu machen, also klassisch, wie auch die Entwicklung der Technik war. Und was haben wir bei der GPOP in der Regel gemacht, wenn irgendwas nicht funktioniert hat? Wir haben mehr Energie genommen. Ja. Und ja, die Sache ist das, was ich bei Mikropuls TLT mache. Ich variiere die Energie, ich variiere seltener die Zeit. Das liegt aber ein bisschen daran, dass ich halt, wie gesagt, mit Gelanästhesie behandle und je länger man die Behandlungszeit macht, desto unangenehmer wird es dann für die Patienten. Yeah. Die Sache mit der Energie ist, that the G6 goes up to 3 watts, right? So we have nicht so viel Raum, um mehr Energie zu benutzen. When it comes to wie viel Zeit wir die Micropulse TLT machen, da haben wir unlimited Zeit. And when it comes to
how slow you can actually go, at some point it becomes challenging. I think, you know, if you want to do like 30 seconds, you know, per sweep, per hemi field, that's still reasonable. And you're going up 50% there on your energy output. But I think beyond that, it will be more challenging. So I tend to go on slower sweep velocity or longer treatment time, but I tend not to change the power at this point. And one more thing about what you said, when it comes to what I do on a case where I have to repeat the micropulse TLT, it's going to be different depending on whether there was an initial response or not, right? So I will just, if there was no initial response, you know, I would rethink if my strategy is the correct one and what other options I have. And I guess I will go up at least 25%. If the patient did have a good response at some point that vanished, then I would be more eager to repeating it and maybe, you know, going up on my energy delivery. So that's my take on for your question, Mark. Makes absolutely sense. Jure Göckel, möchtest du noch was hinzufügen? Das kann ich auch bei dem Thomas so bestätigen. Also bei uns, wir fahren auch mit der Energie nicht hoch, die Behandlungszeit, aber bei uns verlängern wir das. Wir haben das auch so kodiert in dem Gerät, dass wir so ein normales haben, dann ist es 80 Sekunden pro Hemisphäre und dann haben wir diese fortgeschrittene dann Behandlung, die wir es 100 Sekunden pro Hemisphäre, also 50 Sekunden pro Quadrant dann benutzen. Und ich muss schon sagen, das hat wirklich gut funktioniert. Also von der Erfahrung her, von den klinischen Daten, das hat bei dem wirklich viel besser gewirkt. Das 20% höher Energie, ja? Yeah? Von 80 Sekunden zu 100 Sekunden? Wir haben das von 80 Sekunden auf 100 Sekunden. Ja. Geben wir das. Energie bleibt gleich. Also genau, insgesamt richtig. 20%, dass man das was Energie. Also wir erhöhen das mal so genauso und dann haben wir es auch gute Erfahrung. That goes in agreement with the consensus, which is great. Und das war nicht abgesprochen. Ich glaube, was man hier gesehen hat, ist, dass es immer noch einen Diskussionsbedarf gibt. Dass es eine neue, sich entwickelnde Technik ist, mit der wir recht gute Ergebnisse mittlerweile schon erzielen. Wir alle haben uns heranfinden müssen. Wir haben mit der Weiterentwicklung der Sonde wieder ein bisschen neu angefangen, Parameter zu finden, haben diese jetzt im Konsensus-Meeting sehr, sehr schön zusammengetragen und die Ergebnisse werden bald auch veröffentlicht werden, sodass sie auch für alle nachlesbar ist. Ich glaube, wir haben alle Fragen beantwortet, die heute gestellt wurden. An meiner Stelle möchte ich nur ganz herzlichen Dank an meine beiden Mitredner, Thomas Grepo und Jure Göckel, sagen. Natürlich auch an IRIDEX für die Organisation dieses Meetings. Es ist immer schön, dass wir die Möglichkeit bekommen, über diese Technik reden zu können. Und wir reden natürlich darüber, weil wir eigentlich selbst merken, dass sie im klinischen Alltag uns sehr, sehr viel hilft. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest, was demnächst ansteht, besinnliche Festtage und auch schon alles Gute fürs neue Jahr. Und falls noch Fragen sind, ich habe meine E-Mail-Adresse angegeben, ihr dürft oder Sie dürfen gerne Fragen an uns noch weiterschicken. Und auch wenn die nicht für mich sind, sondern für die anderen beiden Redner, ich werde sie selbstverständlich gern weiterleiten. Und dieses Ergebnis dieses Meetings wird aufgezeichnet werden und kann auch noch hinterher abgerufen werden. Für alle, die noch mal etwas nachsehen wollen, nachhören wollen, aber auch für die, die heute Abend nicht Zeit hatten, teilzunehmen. Vielen Dank von meiner Seite und noch einen schönen Abend.